Hallihallo, hier bin ich, wer sonst? Wir sind jetzt vor den Toren von Sequoia National Park und da waren wir heute gerade. Heute haben wir gemacht, wir sind da aus dieser Mokapokie, Hokapontas vor den Toren vom Yosemite. Sind wir heute ausgecheckt. $99 hat die Bude gekostet. So wurde ausgecheckt und sind ins Yosemite-Tal gefahren. War sehr geil, das Wetter war sehr, sehr cool wieder. Und dann sind wir nochmal auf den Glacier Point gefahren. Obercool. Hammer. Also super Aussicht. Perfekt. Gefiel mir gut. Anja gefiel das nicht so gut wegen Stein. Anja ist nicht so der Steinfreund, der Granitfreund. Aber ich fand das geil. Also von daher gleicht sich das dann wieder aus. Gut, mein Lieblingspark wird das natürlich auch nicht, aber ist ein schöner Park. Wetter war gut. Prima. Haben noch ein paar Rehchen gesehen. Dann sind wir hier nach, wie hieß das hier? Ohne Momento. Muss ich nochmal meine Guckerlichter aufsetzen. Jetzt sind wir hier in Visalia. Da sind wir weitergefahren nach Visalia. Und da war das so ungefähr um die 4 Uhr. Und da hatten wir uns in schlauer Voraussicht schon mal ein Zimmer organisiert. Wir sind durchgefahren vom Yosemite durch Fresno und südlich von Fresno liegt Visalia. Das ist eine kleine Ortschaft. Fresno hat 500.000 Einwohner und das heißt hier, ich kann mal zeigen, hier steht es ja. Genau. Visalia. Und da waren wir erst im Super 8, das ist ein Stück weiter oben hier in Visalia. Das war so 4 Uhr, 16 Uhr so in den Dreh. Wir haben im Yosemite ziemlich viel Zeit verplempert. Und haben wir nochmal getankt und dann sind wir in Super 8 gefahren und die wollten $89 für die Bude haben. Und hier haben wir sie gekriegt für 67, inklusive Steuern. Das andere, da wäre noch Steuern zugekommen. Also $20 günstiger, ist okay. Bude hatte ich ja, glaube ich, schon gezeigt. Ich zeige sie nochmal ganz kurz. So ganz grob. Also nichts Sensationelles. Jetzt sind wir hier schon rein und haben den Strom verwüstet. Ich zeige das mal hier so aus der Ecke. So sieht das ungefähr aus. Zwei Betten, passt. Aber im Badezimmer, da gehe ich jetzt nicht rein, weil ich hier gerade in Unterbüchs rumrenne. Zeig das mal hier so um die Ecke. Irgendwie gehen die Lichtschalter auch an. Hier. Hier ist ein Badezimmer. Da bin ich. Und ja, Dusche. Was will man mehr, ne? So, Licht aus. Dann gibt es ja noch so eine Abseite. Da habe ich meinen Koffer reingepfeffert. Ja, viel zu groß, ne? Ja, mein Heiligtum, mein Bett. Und naja, von Visalia sind wir dann, kam ich dann auf die glorreiche Idee, weil wir noch ein bisschen Licht hatten. Mal, ist aber eine ganze Menge Fahrerei. 38 Meilen reinfahren in den Sequoia National Park. Bis zu den Toren, bis zum Rangerhäuschen. Und dann geht es nochmal 17 Meilen weiter, serpentinartig. Da verdient man jede Menge Zeit. Bis zu diesem Giant Forest. Ich meine, ich kannte das ja, aber Anja kannte das noch nicht. War wohl auch beeindruckend. Wie fandst du die Bäume? Anja? Ich fand die gut. Anja fand die gut. Ich stehe mehr auf Bäume als auf Steine. Anja steht mehr auf Bäume als auf Steine. Natürlich steht sie auch auf mich. Ja, das schneide ich sowieso raus. Jedenfalls ist Anja böse müde. Und Anja muss dringend ins Bettchen. Die ist schwer müde. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber nicht so extrem. Es geht eigentlich. Weil gestern haben wir ja nur echt lange gepennt. Also sind wir schon um 7 ins Bett gegangen, glaube ich. Oder 7:30. Überhaupt nicht mein Stil. Normalerweise gehe ich immer um 12:30 oder sowas. Aber hier halt früh, das ist immer ganz gut. Dann ist man morgens dann ausgeruht. Ne? Dann hält man lange durch. Jedenfalls sind wir da hochgefahren. Und in diesen Giant Forest, das haben wir sogar noch geschafft bei Tageslicht. Und hier ist die Uhrzeit. Das ist jetzt gleich 8:45. Ist schon eine ganze Ecke zu fahren. Und auf dem Rückweg haben wir noch gesehen, einen Bären, der in den Bäumen rumkraxelte und Eicheln gegessen hat. Habe ich mir ein paar Fotos gemacht. Ich weiß aber nicht, ob die was geworden sind. Da war die Sonne schon untergegangen und war noch ein bisschen hell. Mal gucken, ob die Bärenfotos was geworden sind. Das war schon ganz geil. So ein Schwarzbär, der hing da oben in der Baumkrone rum. Aber ein Jungtier war das, oder kein Alttier. Und hat da rumrandaliert. Das war dann nochmal so ein Highlight zum Abschluss. Ja, und dann wieder hierher geheizt. Aber kostet Zeit, ne? Also, wir sind 3,5 Stunden unterwegs gewesen. Ja, das war aber nur zum Abchecken heute. Morgen machen wir das dann nochmal. Morgen fahren wir da nochmal rein, gucken uns das in aller Ruhe an.
Und dann müssen wir uns auch schon langsam wieder auf den Rückweg machen nach Las Vegas. Ja, denn Las Vegas ruft, weil morgen ist nämlich Sonntag. Und ab Montag habe ich die Zimmer und wir müssen mal gucken, wie weit wir morgen kommen. Wenn wir bis vor die Tore von Death Valley kommen, ist das schon gut. Wenn wir durch Death Valley durchkommen und hinten in Farum vielleicht noch ein Zimmer kriegen, wäre das natürlich perfekt. Müssen wir mal gucken. Aber dadurch, dass es heute auch früh ist, im Grunde genommen, 5:09 Uhr, also um 10 bin ich am Pennen oder spätestens um 11 Uhr, bin nachher nochmal ins Internet. Anja ist gerade im Internet und will nochmal E-Mails checken und so ein Zeug. Dann müssten wir das eigentlich bis Vegas ganz gut gewuppt kriegen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Also heute ist Samstag, morgen ist der Sonntag. Morgen gucken wir uns nochmal diesen Sherman, Big Sherman oder diesen Sherman Tree an. Das ist der größte wohl. Und der älteste, über 3000 Jahre alt. Also das Ding ist eine Wucht. Und bis da sind wir heute fast gekommen, ne? Bis zum Parkplatz zumindest. Ne? Da gibt es noch so einen Trail, den kann man ablaufen. Den finde ich ganz interessant. Will ich Anja mal zeigen, so ein bisschen. Dass Anja den auch mal sieht, diesen fetten Baum. Aber die anderen Bäume sind auch schon cool, die da rumstehen. Das sind ja auch so Hammerteile. 1.500 Jahre alt sind die, glaube ich, oder so. Das ist riesen Apparate. Also das hat schon richtig Art. Die Dinger, die haben schon richtig was gesehen, quasi aus der letzten Zeit, ne, was mitbekommen. Da war Amerika noch gar nicht entdeckt. Ne. 200 Jahre ist für so einen Baum ja gar nichts. Ne. Finde ich faszinierend. Allein schon dieser Gedankengang. Ne. Ja, jetzt sind wir wieder hier und wollen mal gucken, wie wir das morgen gewuppt kriegen. Morgen wollen wir eben, wie gesagt, nochmal rein. Das Beknackte ist bloß, man fährt rein. Und wenn man durchfahren würde, würde man in Kings Canyon kommen und würden wir nach Norden. Und nach Norden wollen wir nicht, wir wollen nach Süden. Ne? Bloß eben, wenn wir heute von Fresno quasi angegriffen hätten, hätten wir es zeitlich auch nicht gepackt. Ne? Also dann hätten wir uns hier mitten in der Nacht noch ein Hotel suchen müssen. Und nachts zu fahren ist echt anstrengend. Boah, echt heftig. Also finde ich anstrengend. Ich kann nachts, also nachts macht mir Autofahren keinen Spaß. Ne? Aber das war halt nicht lange, das war jetzt eine Stunde im Dunkeln fahren. Pff, egal, mein Gott. Ja, ich vernichte hier schon mal meine Pabst Blue Ribbon. Anja will ja kein Bier. Möchte ein Bier abhaben, Anja? Mhm. Dann wirst du lustig drauf. Dann kommst du lustig, dann fängst du an zu tanzen und so. Ich will nicht lustig drauf sein. Du willst nicht lustig drauf sein? Ja. Anja möchte nicht lustig drauf sein. Naja, ist ja egal. Reicht ja, wenn ich lustig drauf bin. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie wir das morgen gewuppt kriegen. Das Beknackte, wie gesagt, ist, wir müssen da morgen wieder reinfahren. Das kostet ein bisschen Zeit. Das Rumtüdeln, ich denke, wir tüdeln da 1,5 Stunden rum. Und dann heizen wir wieder raus und dann müssen wir gucken, Bakersfield. Und dann müssen wir unten um die Sierra Nevada rum irgendwie nach Richtung Death Valley oder direkt nach Las Vegas. Müssen wir morgen entscheiden halt. Das machen wir ganz spontan, wie wir ja so viele spontan halt entscheiden. Ne? So wie mit der Hotelsuche. Das war heute genau richtig, dass wir uns die Bude schon rechtzeitig gesucht haben. Dann haben wir das schon mal im Sack gehabt, ne? Und dadurch, dass es so früh war, hat sich das auch noch gelohnt, da nochmal reinzufahren. Aber schon eine Kurbelei. Ne? Die 17 Meilen vom Rangerhäuschen da hoch bis zu diesem Giant Forest. Boah, das ist echt heftig. Ne? Eieiei. Das ist rechts, links, 90 Grad Kurven, 180 Grad Kurven. Also jede Million Kurven sind das. Und morgen fährt Anja da rein. Das ist, dann ist Anja morgen die Fahrerin. Dann sitze ich auf der Beifahrerseite, wie ich mit meinem Handy hier, mit meinem Sensation, werde ich dann natürlich wieder ein Zeitraffer-Video machen. Will ich das, die Strecke mal filmen von hier direkt bis zu diesem Giant Forest, bis zu dem Parkplatz, den Anja da hochkurbelt. Natürlich in Lichtgeschwindigkeit, ne? Ja, die Raserin sozusagen. So, alles gut hier. Anja ein bisschen erschlagen. Anja ist ein bisschen müde, die geht jetzt ins Bett. Ich gehe auch gleich ins Bett. Anja, bist müde, ne? Nein, Mia. Ich mache jetzt Party. Aha. Anja ist nicht müde, sie macht jetzt Party. Na, dann gucke ich mir das gleich mal an, wie sie da gleich Party macht. Ja, also ich mache ja sowieso gleich Party. Ich muss ja noch Dosen vernichten, habe ich festgestellt. Ich habe mir ja noch Bierdosen geholt, wie ihr seht. Ja, da muss ich, also das habe ich mir jetzt mal ausgerechnet, muss ich jeden Tag 3 Dosen wegpressen, damit ich dann die alle weg habe. Ne? Ja, da muss ich so ein bisschen an mir arbeiten. Da muss ich ein bisschen fleißig sein. Und wir waren, Essen... Ich wollte heute erst essen gehen. Anja hat keinen Hunger. Wie gesagt, schock nicht. Lieber schlafen. Denn dafür morgen frühstücken anständig. Und ich wollte eigentlich nochmal in Stanny's. Ich hab das schon mal ergoogelt. Das ist gar nicht so weit weg. Aber so richtig Kohldampf habe ich auch nicht. Und außerdem bin ich ein bisschen fett geworden. Letzten Tage ein bisschen zu irgendwie... ein bisschen angesetzt. Also mache ich heute auch einen Diättag. Das Einzige, was ich mir im Notfall, wenn ich wirklich Kohldampf kriege, haue ich mir hier nochmal vom Super Eater irgendwie so einen alten Fregel rein, ne? So Notfall-Fregel sozusagen.
glaube ich, brauche ich nicht, aber kann ja sein, weil ich ein bisschen Hunger kriege oder so. Ne? Ein bisschen was muss man ja doch im Magen haben. Ne? Gerade ich, ne? Wo ich ja sowieso schon so dünn bin. So, Freunde, Prost. Prost, Freunde. Trinkt auch ein feines Bierchen. Ich presse mir jetzt 3 Hülsen rein, surfe noch ein bisschen im Internet und dann mache ich nachher auch Bubu. Dann ist Anja wahrscheinlich schon in der REM-Schlafphase. Dann zucken ihre Augen. Und dann versuche ich mal nicht zu schnarchen. Anja hatte nämlich gesagt, so die letzten Nächte, dass ich ein kleines bisschen geschnarcht habe. Aber das war minimal. Das war wohl nicht so schlimm. Also, glaube ich. Naja, kann ich ja nichts für. Ne? Mache ich ja nicht absichtlich. So, Freunde. Tschüssi. Nun seid ihr auf dem Laufenden, was gerade läuft. Wo wir gerade hinfahren. Morgen. Und morgen kommt Zeitraffer-Video. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Freue ich mich schon drauf. Auf solche Sachen stehe ich ja total. Ne? Und auf die dicken Bäume sowieso. Ne? Also die habe ich jetzt schon... Ich war ja schon 2-mal da. Und finde ich jedes Mal wieder faszinierend, diese dicken Klötze, die da stehen. Also Hammer, Hammer. Und die Gegend ist auch cool. Ne? Auch hier Yosemite. Ne? Boah. Also richtig gut. Ne? Also kann ich schon verstehen, dass den Kletterern da die Hose explodiert. Ne? Das sind ja Steilwände da hier am Halfdom und der ganze Kram. Geht gar nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel 100 Meter die Dinger hoch sind. Das geht steil bergauf und da klettern die hoch dran. Ne? Uiuiui. Aber das sieht auch optisch gut aus. Ne? Das ist ja so ein Tal quasi, was ausgewaschen ist aus der Eiszeit noch. Hochgedrückt und aus der Eiszeit alles ausgewaschen. Auch der Granit, deswegen ist der so glatt. Und ja, Top-Gegend. Hat schon Art. Muss man bloß mögen. Ne? Also das war jetzt wohl die erste Gegend, die Anja nicht so toll fand. Aber ich meine, ich finde eigentlich alles gut hier. Ne? Irgendwie, weil das alles unterschiedlich ist. Ne? Das eine ist mal mit Granit, das andere Grand Canyon ist halt mal mit 1,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte ein bisschen größer halt. Ne? Und so hat hier so jeder Bereich so seinen Reiz hier. Und muss unbedingt angeguckt werden. Ganz wichtig. Ne? Ja, San Francisco war fand ich auch nicht schlecht. War nicht so wühlig, wie ich das eigentlich erwartet hatte. War schon ein bisschen wühlig, aber nicht so extrem. Also ich hatte es eigentlich noch ein bisschen schlimmer erwartet. Also so sind wir da ganz gut durchgekommen, durch San Francisco. Plus da war natürlich jetzt mit dem America's Cup dann dem einen Tag, wo wir da unterwegs waren, da war natürlich die Hölle los, Millionen Menschen. Also wie die Bekloppten, ne? Eieiei. Hat aber auch gereicht, weil mein Fuß, kann man gar nicht sehen, ne? Mein Fuß ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Hat sich ein bisschen entzündet, der Zeh. Aber nicht doll. Zum Glück nicht extrem. Das habe ich schon schlimmer gehabt, dass ich überhaupt nicht mehr laufen konnte. Ne? Ui. Aber ich habe ja alles da, so Arzneien und sowas. Ne? Alles kein Problem. Aber Fuß geht so einigermaßen, humpel ich mir jetzt die nächsten Tage noch einen ab und dann bin ich wieder fit. Ne? Hoffe ich. Mhm. So, Update von der Videofront beendet. Schlubi, schlubi. Tibi, tibi gleich bei mir. Und morgen früh geht es wieder auf die Piste. Ja, und dann hört es auch schon bald wieder auf. Dann sind wir schon bald wieder in Las Vegas. Aber da habe ich auch noch ein paar gute Ideen. Dafür muss ich unbedingt noch mal ins Valley of Fire. Keine Ahnung, wie ich das gebacken kriege. Da hat Anja bestimmt keinen Bock drauf, glaube ich. Muss ich mal gucken. Wenn sie da Lust hat, kann sie mitkommen. Und wenn nicht, seile ich mich da halt ab. Ne? Dann nehme ich mir noch mal einen Nachmittag frei und kraxel mal im Valley ein bisschen rum. Ne? Habe ich wieder Bock drauf. Ich habe da noch eine gute Idee. Muss ich unbedingt verwirklichen. Ne? So, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video.